Vor der niederländischen Nordseeinsel Terschelling bergen Spezialfirmen die ersten Container im Auftrag der Reederei MSC. Strand und Flutsaum sind übersät von Verpackungsmaterial. Nicht alle Container wurden bei dem Aufprall beschädigt. Viele sind gesunken, andere treiben noch knapp unter der Wasseroberfläche. Die niederländischen Kollegen haben etwas mehr als 20 geortet und sind auch teilweise angespült worden. Wir haben gestern am späten Abend 6 in unserem Bereich geortet. Als wir vor Ort waren, war noch einer dort. Das heißt also auch, wenn die sich so allmählich volllaufen mit Wasser, dann gehen die natürlich unter. In der Nacht hat der Frachter in Bremerhaven festgemacht. Die verkanteten Container müssen mit Spezialgerät entladen werden. Mindestens einer soll Gefahrgut enthalten. Ein 25-Kilo-Sack mit einem weißen Pulver wurde auf der niederländischen Insel Schiermonnikoog schon angespült. Wahrscheinlich handelt es sich um die Chemikalie Peroxid. Greenpeace warnt. Wenn die Verpackung, in der es sich jetzt befindet, nicht hält, dann ist es sicherlich oder wird es sicherlich zu ernsthaften Schäden für die Tiere in der Umgebung führen. Experten schließen nicht aus, dass Container oder Ladung auch auf Borkum angespült werden. Strandbesucher sollten dann die Rettungskräfte alarmieren.